Herzlich willkommen, liebe Festgemeinde, zu einer neuen Folge von Stiftung Fuseltest. Heute wieder mit uns und dem Roko Rotwein Rockt Cola mit schön hier Pommesgabel und so. Ja. Ich will nur anmerken, das ist auch sein Mist gewachsen. Also das muss ich hier offiziell mal kundtun. Ich tue ja alles für den Verbraucherschutz. Das sind 20 cl, also zarte 200 ml mit 6 Volumenprozent. Und schäumt rot. Fuck. Ja, jetzt ist die Kippe auch noch nass geworden. Ah, fuck it. Ja, das ist halt. Kamera-Fails, ey. Ja, okay. Pass auf, nicht über die Fernbedienung. So. Genau. So, und nicht. Nicht lang schnacken, komplett nackt. Genau, also erstmal dafür muss hier dunkel sein. Echt erfreulich. Trick des Ganzen ist, auch wenn man das selber mischt, man darf keinen süßen Rotwein nehmen, weil wenn du süßen Rotwein nimmst, wenn du mit Cola mischst, dann ist es untrinkbar. Du musst einen herben Rotwein nehmen und den dann mit Cola mischen. Das ist erstaunlich gut. Schmeckt so ein bisschen nach... Das von dir? Ja. Ich bin auch sehr überrascht. Ich bin nicht nur überrascht, ich bin sogar übergerumpelt. Also ich finde es... Kalt wäre das bestimmt gar nicht mal so... Ja gut, es ist jetzt aus dem Kühlschrank. Und perfekt. Aber ja, mit ein paar Eiswürfel drin wäre geil, glaube ich. Mhm. Dafür lohnt sich die Dose nicht. Ja, dafür macht man das ja selber. Ja. Aber, also dieses Roko, Rotwein Rock Cola, ich glaube, es ist von Lidl. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja doch, doch, das war von Lidl. Und für einen auch gar nicht mal teuren Preis. Und so viel, diese 200 Milliliter, muss man gucken, ist da überhaupt Pfand drauf? Ja. Nee, ist kein Pfand drauf. Hier ist Einwegdosen. Also, beziehungsweise Mehrwegdosen. Also, kannst du einfach in Alumüll, also in Wertmüll schmeißen. Also, schmelzen wir rein. Ja. Also, ist perfekt eigentlich so für zwischen zwei Meetings oder sowas. Mal eben so eine kleine Dose wegknacken. Kann man durchaus machen, ne? Ja, wenn ich beim Chef mal. Ja, ich meine auch. Also. Bis zur nächsten Folge Stiftung Fuseltest.